der arabischen Kalligraphie folgend. Und das hat wiederum Wang Dongling dazu angeregt. Er hatte zuerst überlegt, ob er das Wort für Buch in einer ebenfalls sehr strengen Form schreiben sollte, hat sich dann aber doch gerade umentschieden als Gegenpol, als Kontrastpunkt zu dem, was Frau Siet hier eben gerade schreibt. Das Wort für Buch, das chinesische Wort für Buch, Shu, in einer sehr abgekürzten Kursivschrift als Kontrast hier dagegen zu setzen. Und deswegen wollte er jetzt erst warten, bis sie fertig geschrieben hat. Ah ja! Wunderbarer Anschluss. So wird daraus ein Buch. Ja. Wang Dongling, der auf diesen, im Unterricht habe ich immer schöne Pointer, ne, mit diesem Strich eingreift mit seinem Schriftzeichen für das Wort Buch, und das ist natürlich der krönende Abschluss, der Wunderraum von dem chinesischen Schriftzeichen, diese Form aus der lateinischen Buchstabe für B, für Buch, direkt aufzugreifen und in deutschen Lettern sozusagen hier das Ganze zu vollenden. Das ist wirklich ein wunderbares Gesamtkunstwerk.